Es war der erste öffentliche Auftritt von Donald Trump nach dem Attentat vom Samstag. Mit einem auffälligen Verband am rechten Ohr erschien der Ex-Präsident zur Eröffnung des Parteitags der Republikaner in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin. Die Parteianhänger begrüßten ihn mit lautem Applaus. Trump zieht mit seinem einstigen Kritiker J.D. Vance an der Seite in die US-Präsidentschaftswahl im November. Der 39-jährige Senator aus Ohio ist der von ihm auserkorene Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten. Das streng gehütete Geheimnis wurde am Montag zum Auftakt des Parteitags via Online-Plattform gelüftet. Nahezu zeitgleich wurde die offizielle Nominierung Trumps als Spitzenkandidat der Grand Old Party bekannt gegeben. Vance gilt als eine der Zukunftshoffnungen der Republikaner. Er leistet derzeit seine erste Amtszeit als Senator im Kongress ab. Einst war er ein scharfer Gegner Trumps, den er teils wüst beschimpfte und hinter den Kulissen gar mit Adolf Hitler verglichen haben soll. Doch nachdem Trump Präsident wurde, wechselte der medienversierte Vance ins Lager der Unterstützer. Inzwischen ist er ein glühender Verfechter Trumps. Es wird erwartet, dass Trump am Donnerstag in einer Rede zur Hauptsendezeit in den USA offiziell die Nominierung der Republikaner annimmt und damit bei der Wahl am 5. November gegen den amtierenden Präsidenten Joe Biden antritt. Dieser muss allerdings noch von den Demokraten als offizieller Präsidentschaftskandidat bestätigt werden. Der amtierende US-Präsident äußerte sich seinerseits in einem NBC-Interview zurückhaltend zu möglichen Auswirkungen des Attentats auf den Wahlverlauf. Niemand könne die Folgen vorhersagen, so Biden. Allerdings geriet er selbst in die Kritik, weil er in einem privaten Gespräch wenige Tage vor dem Attentat davon gesprochen haben soll, Trump ins Bullauge, also sinngemäß ins Visier zu nehmen. Er bezeichnete es als Fehler, den Begriff verwendet zu haben, mit dem die Mitte einer Zielscheibe gemeint ist. Mehrere Kritiker warfen Biden vor, mit dieser Wortwahl die Stimmung gegen Trump angeheizt zu haben.